Schleimbecken-Container. Schleimbecken-Container. Streckenmäßig sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Und da müssen wir jetzt einfach auch für das Publikum ein bisschen mehr bieten. Genau, wo wir schon eben bei den, sagen wir mal, Hauptkritikpunkten, die wir hier rauslesen konnten, sind. Es gab, also bei den ganzen Bewertungen, wir haben recht gute Bewertungen, ich habe jetzt leider keine Durchschnittsnote berechnet, aber wir haben eigentlich nur sehr gut und gut, ganz wenige befriedigend und ein... Fünf befriedigend? Eine mangelhaft. Eine mangelhaft, ja. Eine verdammte mangelhaft. Sechs Finger da drin. Und die kam von einem Zuschauer. Die haben wir, ich weiß nicht, ob wir eine mangelhaft verdient haben, wir haben auf jeden Fall eine schlechte Bewertung von Zuschauern verdient. Wir haben tatsächlich in den letzten beiden Jahren nicht viel Wert drauf gelegt, nicht weil uns die Zuschauer nicht wichtig sind, sondern weil wir gucken mussten, dass wir erstmal für die Teilnehmer eine gute Veranstaltung hinbekommen. Und wenn das mal läuft, können wir uns Gedanken machen, wie wir auch die Zuschauer bespaßen können, weil Lauf... Teilnehmen ohne Zuschauer ist natürlich auch doof. Je mehr Leute dort sind, die euch anfeuern, desto mehr Spaß macht das auch für alle. Das ist uns völlig bewusst. Wir wollten in diesem Jahr schon ein bisschen, wir hatten mehr Bier. Das Bier ist nicht ausgegangen. Genau, das Bier ist nicht ausgegangen. Das ist neu in diesem Jahr gewesen. Hat keiner gemerkt. Nee, ist klar. Nee. Nichts gesagt, ist Lob genug. Genau. Es ist uns klar, dass dieses Gelände, wenn man es nicht kennt, recht unüberschaubar ist und man muss erstmal klagen, wo es hingeht. Also wir werden es in diesem Jahr, im nächsten Jahr tatsächlich mal versuchen, eine Übersichtskarte hinzumachen, eine Beschilderung für die Zuschauer. Wir wollen die Parkplatzsituation verbessern. Sowohl die Beschilderung für zum Gelände zu kommen, wollen wir verbessern. Also quasi alles, was mit Schildern zu tun hat, vor und um das Gelände herum. Ein Credo für den Tafan 2014 sind Schilder. Zeitnahme steht hier oben noch. Wir sind in Lauf ohne Zeitnahme. Das wird auch weiterhin so bleiben. Dass wir in diesem Jahr mal diesen Test gemacht haben, hat sich einfach so ergeben. Die Firma hat sich, also MyLabs hat sich, ich glaube gerade 2 Wochen vorm Lauf gemeldet. Die wollten ihre Technik testen, fanden wir eine coole Idee, wollten das unterstützen, haben die machen lassen. Die Resonanz insgesamt darauf war, glaube ich, auch ganz gut. Ja, also die Leute waren ganz happy, das sieht man allein schon daran, wie oft die Seite mit der Ergebnisliste besucht wurde. Ja. Also es hat die Leute interessiert. Wir werden trotzdem keine offizielle Zeitnahme einführen. Das geht nur noch mal Leute motivieren, eine gute Zeit erreichen zu wollen. Wer natürlich unbedingt ein Malzbier haben will, kann natürlich schnell laufen. Publikumsunterhaltung haben wir, glaube ich, auch schon angesprochen. Sprich, Beschallungsanlage muss besser werden. Und bei der Siegerehrung einfach davor und danach ein bisschen Happenings auf dem Gelände stattfinden. Ja. Und so weiter und so fort. Infrastruktur haben wir. Es war ein bisschen chaotisch, gerade zum Ende hin, weil wir gar nicht genau wussten, sind es alle Läufer durch oder nicht. Es kamen hier Beschwerden, dass Stationen nicht mehr besetzt gewesen wären. Das wiederum glaube ich nicht. Die Versorgungsstation war das. Ja gut, die war einfach leer. Die habt ihr leer gesoffen. Genau. Da wissen wir, ich meine, wir haben tatsächlich im nächsten Jahr in der Nähe der Versorgungsstation auch Wasser und Strom, sodass Wasser uns dort nicht mehr ausgehen wird. Das ist übrigens das nächste Credo von Tafan 2014. Mehr Wasser. Außer auf dem Battlefield, da ist weniger Wasser. Weniger Wasser, mehr Wasser. Genau. Mehr Wasser. Und mehr Wasser, weniger Wasser, mehr Wasser. Salzwasser? Mehr Wasser, mehr Wasser. Wir sind saulustig. Wir sind zwei lustige Typen. Ja. Drittes Credo wird sein: mehr Schlamm. Es heißt Tough Run Up in the Butch. Das mit dem Schleim fanden wir auch sehr witzig. Haben jetzt aber gemerkt, dass dieses Schleimbad die Leute eigentlich nur noch mal sauber gemacht hat. Was war nicht das Ziel der Veranstaltung? Alles, was an Matsch im Schleim war, war nicht mehr an Läufern. Ja, das war doof. Also das werden wir, wir denken gerade über ein paar Zentner Torf nach, die wir mit Wasser mischen. Da müssen wir einfach mal überlegen. Es wird mehr Batsch, mehr Schlampes geben. Darum geht es uns bei dem. Genau, Tafan. Und das wollt ihr auch, haben wir rausgehört. Habt ihr gesagt, hier, mehr Schlamm. Visionen hier stehen. Visionen, also... I have a dream. Genau. Die Vision, die wir mit dem Tafan haben, klingt scheiße. Wo wollen wir in Zukunft hin? Statt Vision vielleicht.
wir wollen den Charakter, wie er gerade ist und dieses Jahr auch deutlich zu spüren war, einfach nochmal, ja, den wollen wir beibehalten. Wir wollen das Ganze so ein bisschen größer veranstalten, aber nicht zu einem Massenevent verkommen lassen. Ja. Wir wollen das Ganze möglichst durch viele Sponsoren finanziert bekommen, damit wir euch den günstigen Preis erhalten, ermöglichen können. Ich glaube, verstanden hat das schon jeder. Ja, nee, der Flair soll so bleiben, das soll so bleiben. Wir wollen durchaus, dass der Lauf ein bisschen größer wird, aber immer noch so groß, wie das Gelände das verkraftet. Verkraften kann, wie ihr es verkraften könnt, wie ihr denkt, wie es passt, wie die Zuschauer Spaß haben. Mal abgesehen von, sage ich jetzt mal, 1000 Teilnehmer, die da mitmachen können, 1000 Tough Runner, können da locker auch noch 2.000, 3.000 Zuschauer rumlaufen auf dem Gelände. 100 Hektar sind groß, das kann das Gelände vertragen. Und dann müssen wir einfach mal sehen, wie es weitergeht. Ja. Wenn ihr Kommentare, Anregungen für uns habt, hier unten ist eine Kommentarbox. Ansonsten Daumen hoch, wer hat euch gefallen. Daumen runter, wenn es euch nicht gefallen hat. Abonniert den YouTube-Channel. Und schaut das nächste Mal nochmal rein. Ciao.